Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Ab morgen findet ja alle zwei Wochen der neue Trio Cash Cup statt und dazu werde ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr so viele Punkte wie nur möglich da drin holen könnt. Falls ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst ihr gerne ein Abo da, schaut gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne im Item-Shop mein Creator-Code DLCraft ein. Fliegt natürlich alle 14 Tage raus, das heißt, passt auf, dass ihr da immer, wenn ihr euch etwas kauft, natürlich drin steht. Würde mich natürlich über jeden einzelnen Supporter freuen. Und bevor wir überhaupt mit den Tipps und Tricks anfangen, schauen wir uns das erste an. Einmal die Tournament-Details und damit natürlich einmal das ganze Bewertungssystem an. Und zwar ist es relativ ähnlich schon wie die ganzen letzten Trio-Tournaments. Ich glaube, es gibt eine leichte Veränderung hier bei Top 5 und Top 2. Weil es vorher so war, Top 2 hatte man 3 Punkte bekommen, Top 5 1 Punkt. Aber ansonsten ist es genau das gleiche wie die ganzen letzten Trio-Cash-Clubs, also auch genauso wie FNCS. Und wahrscheinlich wird das auch das Punktesystem sein, was wir in der FNCS bekommen. Insgesamt sind es, glaube ich, 25 Punkte für den Sieg und 1 Punkt pro Kill. Da das hier jetzt der einzige Cash-Cup ist, den wir in 2 Wochen haben, und es auch keinen anderen Anwärter-Cash-Cup gibt, keine weiteren Solo-Cash-Cups oder so gibt, muss man jetzt eigentlich denken, dass da natürlich relativ viel Preisgeld gibt. Wenn man aber raufschaut, haben die es tatsächlich geschafft, nochmal den Preispool etwas runter zu senken. Und jetzt bekommt man nämlich nur noch 2.301 Dollar auf dem ersten Platz, was dann, glaube ich, ungefähr 760 Dollar pro Person sind. Und der 50. Platz bekommt dann immer noch 2 Dollar pro Person, was aber am Ende auch wirklich überhaupt nichts ist. Also auf dem ersten Platz 700 Euro zu bekommen, das lohnt sich im Prinzip überhaupt nicht, das zu spielen, wenn man es vor allen Dingen, wenn man dafür vor allen Dingen grinden will, um das immer zu erreichen. Also im Prinzip, diese Cash Cups sind wirklich komplett unnötig. Wir hatten es ja jetzt schon bei diesen Friday Night Cups, wo man gar kein Preisgeld mehr bekommt. Und jetzt sieht man auch noch die Cash Cups, wo man im Prinzip auch annähernd kein Preisgeld bekommt. Das ist irgendwie schon echt lächerlich. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf, was in der FNCS für ein Preispool reinkommen wird. Aber wenn es da nochmal so wenig ist, dann hat Epic Games auf jeden Fall etwas ganz, ganz stark falsch gemacht und damit haben die im Prinzip die ganze Fortnite Competitive Szene einfach erstmal komplett zerstört. Ich hoffe auf jeden Fall, dass die FNCS ganz nice wird, aber ansonsten weiß ich echt nicht, was die Epic Games dabei gedacht hat. Das soll aber natürlich gar nicht das Thema des heutigen Videos sein, denn heute geht es darum, wie man natürlich dieses Preisgeld immerhin noch holen kann, um wenigstens ein bisschen Earnings mitnehmen zu können. Und wie gesagt, es gibt zwar relativ viele Placement-Punkte, aber natürlich auch ein Punkt pro Kill, ohne dass es ein Kill-Cap gibt und genauso wie es in den letzten Seasons auch schon war, wird es genauso wieder ein W-Key-Cup sein. Also ich glaube, man muss auf jeden Fall in jeder Runde durchschnittlich mindestens mal 6 Kills holen und man muss zusätzlich natürlich eigentlich immer noch 2 bis 3 Wins haben, ansonsten wird man es nicht in die Top 50 schaffen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr krass auf W-Keyen aus und es gibt natürlich unterschiedliche Strategien, wie man ans W-Keyen rangehen kann. Bei diesem Cup wird aber wahrscheinlich auch wieder nicht eine einzige W-Key-Runde ausreichen, das heißt, reicht nicht eine 20 oder 30 Bomb aus, damit ihr irgendwie Preisgeld bekommen könnt, sondern wahrscheinlich werdet ihr mindestens mal 2, wenn nicht sogar 3 20 Bombs brauchen. Vielleicht reichen 2 30 Bombs, aber ansonsten ist es im Prinzip ziemlich unmöglich, ans Preisgeld ranzukommen. Dafür gibt es natürlich wieder unterschiedliche Strategien, wie gesagt. Und die erste Strategie wäre erstmal late zu starten. Das heißt, eine Stunde, anderthalb Stunden irgendwie zu warten, bis eben mal ganz, ganz viele schlechte Spieler nur noch auf seinen eigenen Punkten sind. Und dann kann man nämlich relativ easy sogar 40 bis 50 Kills stoppen, ist damit relativ hoch im Leaderboard. Und dann kann man meistens, wenn man ein guter Spieler ist, danach tatsächlich nochmal eine 30 Bomb oder so droppen. Und dann hat man eigentlich im Prinzip auch diese 2 20 Bombs, 3 20 Bombs, die man sonst eben halt bräuchte, damit eben halt auch geschafft. Und dadurch, dass man halt nicht so viele Placement-Punkte bekommen kann, dadurch, dass man eben halt nicht so viele Runden spielt, muss man es eben ein bisschen mehr durch die Kills ausgleichen. Funktioniert aber in der Regel relativ gut. Also Late Starten ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Strategie. Ich kann es mir tatsächlich vorstellen, dass eventuell das irgendwann mal gebannt wird, dass man nicht mehr Late Starten kann. Zurzeit ist es aber noch ein Ding und wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Strategie, um da eben halt wirklich viele Punkte eben halt mitnehmen zu können in dem Cup. Ansonsten muss man eben halt wirklich consistent W-Keyen, also man braucht eben halt, wie gesagt, mehrere Runden, wo man richtige High-Kill-Bombs droppt und da hat man in der Regel eben halt auch 4 Runden dabei oder so, wo man vielleicht Early-Game einfach stirbt und dann eben halt direkt in die nächste Runde reinjoint, wenn man ansonsten das auch zeitlich gar nicht schafft, immer diese ganzen W-Key-Runden durchzuspielen. Natürlich werden viele nicht gut genug dafür sein, um eben halt so viel zu W-Keyen und deshalb ist es immer nicht unbedingt ratsam, direkt Holy Towers zu landen, wo man natürlich im Early Game relativ viele Kills bekommen kann. So, man sollte wahrscheinlich in der Regel eher etwas passiver landen, in Orten, wo vielleicht 2, 3 Trios mit einem landen, dass man eben halt easy looten kann und danach eben halt im Mid-Game und im Endgame richtig, richtig krass W-Keyen kann und dadurch kann man eben halt dann auch relativ easy Punkte farmen. Meistens ist es eben halt so, dass am Anfang relativ schlechte Gegner dabei sein werden. Man spielt eben halt auch gegen Console-Player in den ersten Runden. Das heißt, dort ist eigentlich auch noch
auch relativ easy, wenn man es dann eben mal dadurch throwt, dass man Early Game instant stirbt. Es ist relativ doof tatsächlich und deshalb sollte man eben halt wirklich ein easy Early Game haben, damit man im Mid Game und im End Game easy eben mal W keyen kann, Third Party kann. Dadurch farmt man sich wirklich sehr, sehr schnell, sehr, sehr easy Kills. Das macht man dann in der Regel in der ersten und zweiten Runde oder wenn man eben halt in den Runden das nicht schafft, vielleicht auch noch in der dritten und vierten Runde. Und danach hat man meistens eben halt zu schwierige Lobbys, um das nochmal zu schaffen. Dort sollte man einfach versuchen, vielleicht so ungefähr 10 Kills, 5 Kills zu holen und am besten natürlich so viele Placing-Punkte mitzunehmen wie nur möglich. In der Regel wird man in den Runden dann aber wieder Punkte runterjoppen, Plätze runterjoppen, wodurch man dann irgendwann so in der Runde 7, Runde 8 eben halt wieder gegen sehr, sehr schlechte Gegner trifft. Und da kann man dann meistens nochmal eine dritte oder wenn nicht sogar vierte 20-Bomb droppen. Und damit kann man dann am Ende wirklich die ganzen Punkte zusammensammeln. Also ihr seht auf jeden Fall sehr, sehr viele WK-Runden, die man braucht. Und wirklich leicht ist es immer nicht an das Preisgeld ranzukommen. Ohne WK wird man tatsächlich das Ganze auch nicht schaffen können. Also man kann, glaube ich, irgendwie, wenn man 5 Wins eben halt droppt, also wirklich 5-mal irgendwie mindestens Top 3 kommt und dann eben halt wenigstens noch so ein paar Kills, irgendwie so 30, 40 Kills nebenbei sammelt, kann man es eventuell noch schaffen reinzukommen. Aber es ist im Prinzip unmöglich, 5-mal irgendwie Top 3 zu kommen. Und deshalb ist es eben halt eigentlich die einzige Möglichkeit, wirklich zu WK. Um das WK zu trainieren, empfiehlt sich natürlich am besten einfach in der Arena zu spielen, weil dort eben halt genau die gleichen Gegner sind, die man auch in so einer ersten Runde in einem Tournament trifft. Und ich hatte euch schon auch das ein oder andere Video dazu hochgeladen, wie ihr am besten Arena eben halt spielen könnt, um damit eben halt effektiv zu trainieren. Es werden natürlich in Zukunft auch noch weitere Videos folgen, also schaut gerne einfach durch meine Videos durch und dort werdet ihr wahrscheinlich auch den ein oder anderen Tipp finden. Soweit war es dann auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.